Wir möchten Sie ganz herzlich im Namen der Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm der Tibet-Initiative Deutschland und auch im Namen der VH Ulm zu unserer heutigen Veranstaltung begrüßen. Wir freuen uns, dass so viele Menschen Interesse am Thema Wissen über Tibet und China haben. Wir haben heute Abend Frau Hu Pai zu uns eingeladen, damit wir unser aller Wissen diesbezüglich mehren können. Frau Hu Pai ist Schriftstellerin und Menschenrechtsaktivistin. Sie wurde 1966 als Chinesin in Tibet geboren und lebt seit vielen Jahren in Deutschland im Exil. Alles Weitere zu ihrer Person und zu ihrer Arbeit wird Ihnen Frau Hu Pai dann selbst erzählen. Ich möchte noch zwei Dinge zu Beginn anmerken. Das eine ist, wir haben eine sehr wichtige Unterschriftenliste hinten auslegen auf unserem Stand, betreffend einen Filmemacher. Der Film wurde auch in der VH schon gezeigt, der vor 6 Jahren zu 6-jähriger Haft verurteilt wurde, weil er im Vorfeld der damaligen Olympiade in China einen Film gedreht hat, wo er die Menschen in Tibet befragt hat, was sie denn von der Olympiade halten, wie ihre Lebensumstände sind und wie sie zum Dalai Lama stehen. Er konnte das Filmmaterial auseinander schmuggeln, wurde aber dann verhaftet und ist seitdem im Gefängnis und er ist gesundheitlich sehr angeschlagen. Und wir versuchen mit dieser Unterschriftenaktion eventuell ein bisschen Druck zu machen, zumindest darauf hinzuweisen, dass wir wissen, dass er im Gefängnis ist. Das Weitere, was ich noch anmerken möchte, Sie haben bemerkt, dass diese Veranstaltung keinen Eintritt kostet, ganz bewusst, denn wir wollen, dass für keinen dies ein Hindernis sein sollte. Aber wir würden uns trotzdem freuen, wenn Sie 1 oder 2 Euro übrig haben. Wir haben hinten eine Spendenbox aufgestellt, weil natürlich haben wir Unkosten zu decken. Unsere weiteren Veranstaltungen möchte ich Ihnen dann am Ende nach dem Vortrag bekannt geben. Und jetzt begrüße ich sehr herzlich Frau Hu Pai. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind. Vielen Dank. Dank der Einladung der Tibet-Initiative UM habe ich wieder eine Chance, mich mit Tibet-Freunden und Interessenten auszutauschen. Rückblickend erscheint es so, als sei ich zu Weihnachten 1988 nach Deutschland gekommen, um zu Ostern 2013 dem Rhein und seinen Anwohner den Roman Der weite Weg des Mädchens Hong widmen zu können. In der VR China wird man systematisch desinformiert, wie in der Farm der Tiere einer George Orwell. Und ich kam in dem Lügensystem nicht dazu, die Ideologie und Praxis der kommunistischen Partei zu hinterfragen. Erst das Tiananmen-Massaker im Juni 1989, die darauf folgenden Massenverhaftungen und die Propaganda der KP Chinas darüber öffneten mir die Augen für den Terror und die Verlogenheit des KP-Systems. Seitdem unterstütze ich die chinesischen Freiheitskämpfer wie Wei Jingshen, geboren 1950. Er gehört zu der ersten Generation, die in China unter einer KP-Diktatur aufgewachsen ist. Der weite Weg des Mädchens Hong zeigt, wie meine Generation in den Widerstand gegen das KP-Regime hineingewachsen ist, anhand zweier Liebesgeschichten, die sich jeweils in Rotchina und in Westeuropa abspielen, können sich dem Leser eine Innenansicht und eine Außensicht vom Leben im Einfluss eines totalitären Regimes eröffnen. Die Binnengeschichte in Rotchina besteht aus 5 Kapiteln und die Rahmengeschichte in Westeuropa
besteht aus 6 Briefen. Als Kostprobe lese ich Ihnen das Motto-Gedicht, die Kapitelüberschriften, den Anfang und 2 Stellen in Bezug auf Tibet vor. Das erste Kapitel, die Laute Pipa als Stillleben. Und dann kommt der zweite Brief der Drachenfrau und dann das Kapitel 2, der Pipa-Baum als Reittier. Und dann dritter Brief der Drachenfrau und dann Pipa als Mädchenname. Vierter Brief der Drachenfrau und dann Pipa als Laut. Nach dem fünften Brief, dann kommt das fünfte Kapitel, Pipa wird gestimmt. Dann kommt der sechste Brief. Das Motto-Gedicht. Ein Himmelsauge hat jeder, aber nur wenige kennen es. Die meisten wissen nicht einmal davon. Viele indische Frauen mahnen sich an seiner Stelle einen Punkt. Diejenigen, die dieses Auge erlangen, sehen Dinge, Menschen und Ereignisse aus anderen Zeiten und Räumen. Hellseher oder Propheten werden sie genannt. Jetzt kommt der Anfang. Erster Brief der Drachenfrau. Düsseldorf, den 24. September 1999. Liebe du, nun bin ich so weit, dir das Drachenmädchen Hong ans Herz zu drücken, das ich wie unser Kind getragen und zur Welt gebracht habe. Während ich mich in die Geschichte vertiefe, hat der Herbst die Bäume zum 9. Mal gefärbt. Diesmal aber habe ich die herabgefallenen Blätter im westlichen Garten zusammengefickt, ohne dabei melancholisch zu werden, wie in den vergangenen Jahren. Der Herbst ist für mich die Zeit der Chrysantheme, die in der chinesischen Kultur wie Pflaumenblüte, Orchidee und Bambus Edelmut, also Edelmenschen symbolisiert. Die allerheiligen Blume der Deutschen ist die Lieblingsblume meiner Lieblingstante. Alljährlich, wenn mitten im Herbst das Mondfest mit dem Mondkuchen gefeiert wird, blühen die weißen und gelben Chrysanthemen. Auf dieser Feier habe ich mich als Kind stets gefreut, denn es gab nicht nur Mondkuchen zu essen, sondern auch Geschichten zu hören über historische Persönlichkeiten mit übersinnlichen Fähigkeiten, wie zum Beispiel Tang'e, die man gen Mond fliegen sah. Ich lernte auch einige Gedichte über den Mond auswendig, von denen das Gedicht von Li Bai aus der Tang-Dynastie am bekanntesten ist. Gedanken in der stillen Nacht. Das Licht des hellen Mondes vorm Bett schien mir wie reif auf der Erde zu sein. Hob ich den Kopf, blickte ich in den hellen Mond. Senkte ich den Kopf, dachte ich an die Heimat. Die Heimat, an die ich denke, ist weder ein Ort noch ein Land, sondern unfassbar und unsichtbar. Ich weiß, dass ich nicht von dieser Erde bin. Das irdische Leben bedeutet mir nur die Suche nach der wirklichen Heimat. Das Mondfest und die Herbstfahrten rufen in mir jedes Mal Heimweh wach. Das ist der Anfang des Romans. Und 2 Stämme in Bezug auf Tibet.
Ich habe nicht nur Frauengeschichten gelesen, sondern auch Männerfantasie und Männer ohne Eigenschaften kennengelernt. Sie haben mich erstaunt, aber meistens nicht überzeugt. Am besten hat mir das Werk Karl Marx und Satan, war Karl Marx ein Satanist, gefallen. Hermann Hesse gefällt mir auch, aber er hat in seinem Werk Siddhartha keinen Buddha geschrieben, wie man behauptet, sondern höchstens einen westlichen Pilger auf dem Weg zu Buddha Shakyamuni, der vor seiner Kultivierung ein Prinz im heutigen Indien war. Schon als Kind war ich fasziniert von den unter kommunistischer Herrschaft in China zerstörten Buddha-Skulpturen. Ich weiß mehr von Buddhas als Hesse, bin aber noch nicht so weit, dass ich Buddhas sehen kann wie meine Großmutter. Diese Fähigkeit einer Person hängt von ihrer Tugend- und Bewusstseinsebene ab. Mir fehlen aber auch die deutschen Wörter, um alles wiederzugeben, was ich dabei erlebt und erkannt habe. Das Drachenmädchen unterliegt also sichtbaren und unsichtbaren Einschränkungen. Beispielsweise kommt in seiner Geschichte kein Tibeter vor, die wie die Exil-Tibeter den Dalai Lama verehrt. Auch über den Lotusgeborenen, der im 8. Jahrhundert in Tibet lebte und prophezeite, kann ich nicht schreiben. Doch seine Prophezeiungen haben mich überzeugt, wie die des Nostradamus. Eine seiner Prophezeiungen lautet sinngemäß: Wenn die Eisenvögel durch die Luft fliegen, die Eisenpferde durch das Land rennen, dann werden die Menschen ihre Heimat verlassen müssen, wie die Ameisen. Und das Gebot eines Buddhas wird das Land der Roten erreichen. Unter dem Land des Roten verstehe ich das Ursprungsland des Kommunismus. Jedenfalls geht das Drachenmädchen barfuß auf die Menschen zu. Es möchte nicht nur die Hände erreichen, sondern auch die Seelen berühren. Ja, wie ein Springbrunnen die Seelen in den Körpern sanft aufwecken. Das ist die eine Stelle. Das ist jetzt schon im 5. Kapitel. Die Hauptfigur, Mädchen Hong, ist mit ihrem Onkel Du zu Besuch bei einem Künstler-Ehepaar, das an einer Akademie eine Professur hat. Professor Tan führte die Gäste in seine Arbeitskammer. Er stellte eine Truhe auf den Stuhl vor dem Maltisch, der die Hälfte des Raumes einnahm. Dann zog er ein paar weiße Handschuhe an und trug die oberste Bildrolle aus der Truhe auf den Tisch. Langsam entrollte er das Bild auf dem Tisch und Pipa sah leuchtende Figuren in bunten Kostümen aus der Serie Der Wind und das Licht in Tibet. Pipa wurde in ihrer Kindheit zurückversetzt. Kleiner Hong schaukelt auf dem Rücken von Changba. Er streichelte mit seinem Zeigefinger ihr Nasenbein. Changba war ihr tibetischer Held gewesen. Selbst im eisigen Winter, in dem alle trotz der dicken, wattierten Mäntel vor Kälte zitterten, schwamm Changba im Fluss. Als ihre Mutter sie einmal am Fluss fand, wo sie gerade mit großer Bewunderung Changba beim Schwimmen zuschaute, fragte sie: Mama, warum ist es Changba nicht kalt? Ihre Mutter, bei der genau wie bei ihr bis auf beide Augen alles bedeckt war, band ihr die rote Wollmütze fest und antwortete: Hier ist Changbas Heimat. Wir kommen aus einer wärmeren Gegend. Changba verschwand aus ihrem Leben, nachdem er seine Schulausbildung abgeschlossen hatte.
Durch eine politisch motivierte Anordnung bekam er als Tibeter einen Studienplatz für Medizin, während ihr ältester Bruder, der sich für Medizin interessierte, nur an einem Akupunkturkurs teilnehmen konnte. Einmal, als sie Bauchschmerzen hatte, stach er ihr eine Nadel ins Bein und es wirkte. Professor Tans Stimme drang wieder zu ihr. Das Erlebnis in Tibet hat mich sehr beeindruckt, insbesondere die Religiosität der Tibeter. Ich werde nie vergessen, wie sich der Tod eines tibetischen Mönches im Licht des Tages als eine Art Aufstieg in den Himmel darstellte. Es ist unglaublich, aber ich habe glücklicherweise dieser heilige Todesart persönlich erlebt. Ich wäre dort geblieben, wenn ich nicht bereits Frau und Kinder gehabt hätte. In meinem nächsten Leben darf ich mich vielleicht als Mönch erhöhen. In diesem Leben muss ich mich mit Malen begnügen. Diese Serie gibt meine tibetischen Eindrücke wieder. Das ist dann die Kostprobe aus meinem Roman. Um den Rahmen des Romans gerecht zu werden, konnte ich nicht viel über Tibet einarbeiten. Nach dem tibetischen Aufstand im Jahr 2008 brachte mich jedoch die Übernahme der KP-Propaganda durch die deutschen Medien, insbesondere der Reimport der KP-Propaganda durch das chinesische Programm der Deutschen Welle dazu, meine Stimme auch für Tibet zu erheben, zumal mir der 14. Dalai Lama schon lange zu schaffen macht. Ich gebe Ihnen dann eine Zusammenfassung, was ich jetzt getan habe. Nachdem mein offener Brief an den Dalai Lama seine Unterstützung für die Olympischen Spiele in Peking nicht ändern konnte, nutze ich jede Gelegenheit, um seine Illusion vom Kommunismus und der KP-Führung zu kritisieren. In meinem Vortrag zum Internationalen Menschenrechtstag 2008 habe ich am Beispiel zweier Propagandasängerinnen sowie einer rot-chinesischen Deutsche Welle-Journalistin und eines rotdeutschen Sinologen verdeutlicht, wie das KP-Regime weltweit systematisch seine Propaganda betreibt und warum wir die chinesische Bevölkerung als Geisel von den kommunistischen Machthabern unterscheiden müssen. Bei der Vorbereitung auf den heutigen Abend habe ich den Text noch einmal gelesen und er ist immer noch aktuell. Aber ich möchte mich nicht wiederholen. Deshalb habe ich die Links von insgesamt 7 Prosa auf Deutsch unter Beiträge über Tibet von Xu Pei zusammengetragen und online gestellt, in der Hoffnung, damit zur Wahrheitsfindung beizutragen. Meine Suche nach der Wahrheit. Durch unterschiedliche Beweisführungen kam ich immer zu der Feststellung, dass die Kommunisten seit 1848 mit Propaganda die universellen Grundwerte zu verdrehen und die Geschichte zu verfälschen versuchen. Die KP Chinas wurde von der Kommunistische Internationale gegründet und von Moskau finanziert. Von Anfang an hat Moskau nicht nur unter Chinesen, sondern auch unter Tibetern, unter Deutschen und anderen Völkern Propagandisten bzw. Spione für die KP Chinas ausgebildet. Die KP Chinas zeichnet sich durch Heimtücke aus. Sie weiß immer ihre unlösbaren Konflikte mit allen ethnischen, religiösen, sozialen und politischen Gruppen mit der Propaganda zu vertuschen. Beispielsweise hat die KP Chinas vor der Machtergreifung den Tibetern die Unabhängigkeit versprochen, um sie gegen die Republik China aufzuhetzen. Ein rotes
Propagandalied aus den 1930er Jahren lautet: Tibetische Brüder, bewaffnet euch schnell und versteht, wir suchen eure Befreiung und ihr kämpft für eure Unabhängigkeit. Leben für Leben, Blut für Blut, um euch und die Rote Armee zu schützen. Vernichtet die Nationale Volkspartei. Zitat aus dem Werk von Thomas Weihrauch, Chinas unbeachtete Republik, 100 Jahre im Schatten der Weltgeschichte, Band 1. In meinem erwähnten Vortrag habe ich Chetan Dolma, geboren 1937, die vom KP-Regime zur Propagandasängerin ausgebildete Tibeterin vorgestellt. Sie zählt zu den Altersgenossen des 14. Dalai Lama, geboren 1935, und des 10. Panchen Lama, geboren 1938, ermordet 1989. Dolma hat mit ihren Lobgesängen die Lüge der Kommunisten über Tibet und den Dalai Lama verbreitet. Auch ich hatte ihr geglaubt. Das KP-Regime desinformiert nicht nur die Menschen in der VR China, sondern weltweit, während die KP-Gegner nicht im KP-Machtgebiet und Einflussbereich, wie zum Beispiel im chinesischen Programm der Deutschen Welle, veröffentlichen können, wird die KP-Propaganda weltweit verbreitet, auch über die deutschen Medien. Beispielsweise wurde im November 2013 ein Film in Arte ausgestrahlt, in dem die Tibeter frei ihren Glauben praktizieren können. Und die ARD zeigte im Januar einen geschickt gemachten Film über zwei fröhliche Tibeter von einem deutschen KP-Günstling. Der Sonderkorrespondent der Deutschen Welle in Peking weiß wirklich nicht, dass das KP-Regime viele Menschen ins Exil zum Selbstmord und sogar zur Selbstverbrennung getrieben hat. Ein anderer Arte-Film, Kampf um Tibet, die chinesische Lüge, ist hingegen sehenswert und kritikwürdig. Der Konflikt in Tibet wird spannend dargestellt. Auch die Selbstverbrennungen werden berücksichtigt. Aber die Lüge kommt von den Kommunisten. Selbst der Befehl, Tibet zu besetzen, kam von Mao aus Moskau. Die Gefahr aus Peking wird im Film verdeutlicht. Aber der unlösbare Konflikt zwischen dem KP-Regime und der unterdrückten Bevölkerung aller Ethnien wird nicht hervorgehoben. Im Grunde genommen geht es um einen Konflikt zwischen einer KP-Diktatur und der freiheitlichen Demokratie. Das ist mein Standpunkt, den ich seit 2008 öffentlich vertrete. Gleichzeitig ist der Dalai Lama in den westlichen Medien so präsent wie ein Popstar. Gottkönig im Exil nennt sich ein ARD-Film über ihn. Deshalb möchte ich diesmal in Bezug auf den Dalai Lama meinen Standpunkt erläutern. Gewaltlosigkeit, aber ohne Kooperation. Gottkönig ist nur eine der vielen Bezeichnungen für den 14. Dalai Lama im Westen, während das KP-Regime ihn zuerst beschenkt und beehrt und dann als Separatist, Sklavenhalter und mittlerweile auch als Wolf im Mönchskutter verleumdet. Für mich gehört der Begriff Gott zu den jüdisch-christlichen Begriffen und bezeichnet eine Himmelsmacht, die wir Menschen nur ahnen können und respektieren sollen. König hingegen ist ein weltlicher Machthaber. Deshalb ist das Wort Gottkönig hohl und kann in der Realität keinen Bezug finden. Auf den Gottkönig
lässt sich aber leicht einschlagen. Diese Schläge machen viel Lärm, aber können den jetzigen Dalai Lama nicht treffen, weil er sich selbst als einfacher Mönch bezeichnet. Ich möchte den Dalai Lama aus drei Perspektiven beleuchten, die mir meine Bildung ermöglicht. Erstens, aus buddhistischem Kontext. Beschäftigt man sich mit den buddhistischen Lehren, Praktiken und den Biografien der buddhistischen Persönlichkeit, kann man erfahren, dass sich ein echter Buddhist des weltlichen Lebens entsagt, um sich zur Erleuchtung zu kultivieren. Buddha Shakyamuni gelebt zwischen 565 vor Christus und 486 vor Christus, war ein Prinz und verließ den Palast, um als Bettenmönch die Erleuchtung zu erlangen. Minarepa gelebt zwischen 1040 und 1123, verzichtete auch auf alle weltlichen Dinge, einschließlich der Sexualität, um in Entsagung die Erleuchtung zu erlangen und dann Schüler bei der Kultivierung anzuleiten. Er wirkt als Gründer des Kagyu-Ordens des tibetischen Buddhismus betrachtet. Das buddhistische Wissen kann sehr hilfreich sein. Als ich in Düsseldorf studierte, lernte ich eine deutsche Kommilitonin kennen. Sie hatte unter ihrer Erinnerung an die unzähligen Vorleben gelitten, wie die Schwedin Barbro Kahnen, geboren 1954. Das einstige Wunderkind bekannte sich 1995 zur Wiedergeburt von Anna Frank, geboren 1929, ermordet 1945, und stieß bei vielen Menschen auf Unverständnis. Ich wünschte, dass diese Menschen von dem tibetischen Tulku-System wissen könnten, das auf der Reinkarnation, besser gesagt, auf der Erinnerung der Kleinkinder an ihr Vorleben beruht. Die sogenannte Transsexualität, die heutzutage zur Geschlechtsoperation führt, ist ein gängiges Phänomen für die Reinkarnation. Man wird als Junge wiedergeboren, aber erinnert sich noch an sein Vorleben als Frau oder umgekehrt. Bedauerlicherweise haben viele Menschen kaum Zugang zum buddhistischen Wissen und können auch den Dalai Lama nicht verstehen. Die Dalai Lamas gehören zu den vier führenden Reinkarnationslinienhaltern des Gelug-Ordens des tibetischen Buddhismus, die zur weltlichen Macht gekommen sind. Der 13. Dalai Lama, geboren 1876, gestorben 1933, führte verschiedene Machtkämpfe und vertrieb sogar den 9. Bantan Lama, geboren 1883, gestorben 1937, aus Tibet. Aber beide warnten vor den kommunistischen Banditen. Leider hatte ihre Warnung die Tibeter und die beiden jungen Nachfolger nicht vor der kommunistischen Falle bewahrt. Seit 1959 ist der 14. Dalai Lama durch das Exil weltberühmt geworden, während der 10. Bantan Lama und zwei andere gleichrangigen Lamas des Gelug-Ordens im Westen fast unbekannt sind. Im Vergleich zum Bantan Lama, der nach einer Haft von fast 10 Jahren 1978 eine 20 Jahre jüngere Rotchinesin heiratete, lebt der 14. Dalai Lama in der Tradition, wie es sich gehört, aber predigt fast das Gegenteil von dem, was die tibetischen Meister vorgelebt haben. Beispielsweise sagte er in einem Interview zu seinem 65. Geburtstag: Ich finde, dass gerade buddhistische Nonnen und Mönche viel mehr für die Gesellschaft
tun sollten. Das Zitat ist für die Nicht-Buddhisten nicht verwerflich, aber für Buddhisten schon. Denn ein echter Buddhist widmet sich der Erleuchtung und nicht der Gesellschaft, wie ich vorher auch erklärt habe. Allem Anschein nach ist der Dalai Lama für mich der Preisträger, der Werbeträger und auch Sympathieträger. Aber meilenweit von den buddhistischen Meistern entfernt. Aber er ist jedenfalls kein Scharlatan, der das religiöse Gefühl der Anhänger missbraucht, um an Sex und Geld zu kommen. Es hat auch etliche Scharlatane gegeben. Zweitens, aus westlichem Kontext. Wenn man moralisch ist, kann man leicht erkennen, dass das Manifest der kommunistischen Partei der Anstiftung zum Mord und Raub im Namen der Gerechtigkeit gleichkommt. Aber der Dalai Lama als religiöser Führer schwärmt immer noch in der Öffentlichkeit vom Kommunismus bzw. Marxismus, wie ein chinesischer Voice of America Bericht vom Oktober 2013 wieder belegt. Es ist sehr bedauerlich, dass der aus der kommunistischen Haft in Rumänien freigekaufte Pastor Richard Wurmbrand schon gestorben ist. Sonst könnte der Autor des Werkes Karl Marx und Satan, war Karl Marx ein Satanist, den Dalai Lama mit der Entstehungsgeschichte des Kommunismus in Europa bekannt machen. Wenn man wissbegierig ist, kann man durch Veröffentlichungen wie zum Beispiel das Schwarzbuch des Kommunismus, Verbrechen, Terror und Unterdrückung des französischen Historikers Stéphane Couture und das Rotbuch der kommunistischen Ideologie des deutschen Uniprofessors Konrad Löw erfahren, dass der Kommunismus rot lackierter Faschismus bzw. Terrorismus ist. Sogar der einstige SED-Ideologe Günter Schabowski konnte 1996 schon nach der Lektüre von Löws Werk Der Mythos Marx und seiner Macher, wie aus Geschichten Geschichte wird, zu der Schlussfolgerung kommen. Allein was Löw über die Persönlichkeitsstruktur der Zwillingsväter des Kommunismus, über die zynische Herabsetzung von Angehörigen und Gefährten, die antisemitischen Tiraden in ihrem Schriftwechsel und ihre Verfälschungspraktiken zusammengetragen hat, lässt die Götzenbilder polternd zusammenfallen, die wir uns von ihnen gemacht haben. Zitat Ende. Im Vergleich zum Dalai Lama, der 6 Jahre jünger ist, scheint der einstige Kommunist viel aufnahmefähiger zu sein. Der dritte Punkt. Aus chinesischem Kontext. Der Dalai Lama war religiöses und weltliches Oberhaupt der Tibeter. Eigentlich soll er die Freiheit Tibets gegen das KP-Regime verteidigen. Aber er findet immer noch gute Worte für seine Verfolger und nimmt die Verfassung der VR China ernst, die das KP-Regime selbst missachtet. Er hat auch dazu beigetragen, dass Liu Xiaobo, der im Sinne des KP-Regimes seit 1989 die chinesischen Freiheitskämpfe konterkariert, als Friedensnobelpreisträger gilt, wie er. Durch seine Schwärmerei für den Kommunismus und die KP-Führung, seine Unterstützung für den Missbrauch der Olympischen Spiele und den verlogenen Liu Xiaobo fungiert der Dalai Lama als Galionsfigur der Appeasement-Politik, die den chinesischen Freiheitskampf durchkreuzt.
Gewaltlosigkeit ohne Kooperation ist der chinesische Standpunkt gegenüber einem KP-Regime, das sogar den Organraub begeht. Leider weiß dieses Regime, Menschen nicht nur zu terrorisieren, sondern auch zu manipulieren, sodass selbst der Dalai Lama als Opfer zu betrachten ist. Ich möchte nicht mit dem Teufel Suppe essen, deshalb brauche ich keinen langen Löffel und kann klare Worte reden. Mein Wissen und Gewissen erlauben mir weder Illusion von der KP-Führung noch von dem Dalai Lama. Darum wünsche ich mir, dass ich mit meinem Wissen Menschen, die für die Freiheit Tibets kämpfen, desillusionieren kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt auf die Diskussion darüber, was Sie und ich noch machen könnten für die Menschen in der Unfreiheit unter der KP-Diktatur.